Mein Name ist Max Weller von der Firma Josef Attenberger GmbH und ich zeige Ihnen heute, wie einfach Sie mit den Totalstationen von Geomax ein Schnurgerüst abstecken können. Nachdem Sie sich stationiert haben, klicken Sie im Expert-Hauptmenü auf CAD. Nun sehen Sie Ihren zuvor importierten Plan. Klicken Sie die Linie, die Sie aufs Schnurgerüst verlängern wollen, an und anschließend auf Absteckung. Überprüfen Sie nun, ob Sie das richtige Prisma ausgewählt haben. Sie erkennen am geöffneten Schloss-Symbol, dass das Prisma noch nicht gefangen wurde. Um das Prisma von der Station suchen zu lassen, klicken Sie 2 Sekunden auf das Schloss-Symbol. Die Station sucht nun das Prisma. Stellen Sie sicher, dass eine Sichtverbindung zwischen Station und Prisma besteht, damit dieses auch gefunden werden kann. Sollte das Schloss bereits verschlossen sein, wird das Prisma verfolgt und Sie müssen keinen Suchlauf durchführen. Gehen Sie nun an den gewünschten Schnurgerüstbalken und klicken Sie auf Messen, um mit der Schnurgerüstabsteckung zu beginnen. Auf dem Tablet wird Ihnen nun angezeigt, wie weit links bzw. rechts Sie sich aktuell von der gewählten Achse befinden. Außerdem wird Ihnen diese Information grafisch in Form eines Kreises, der Ihre Position bezogen auf die gewählte Linie darstellt, angezeigt. Wert und Grafik ändern sich nun je nach Bewegung und erlauben Ihnen ein millimetergenaues Abstecken Ihres Schnurgerüsts. Sobald Sie sich innerhalb der zuvor definierten Genauigkeit auf der Achse befinden, leuchtet der Kreis grün auf. Die abgesteckte Linie kann nun mit einem Nagel auf dem Schnurgerüstbalken gesichert werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihrer nächsten Vermessung. Sämtliches Vermessungs- und Vermarkungszubehör sowie hochgenaue Totalstationen und GNSS-Empfänger erhalten Sie direkt bei uns. Wir machen Sie mit unseren einfachen Lösungen und intensiven Einarbeitungen zum Messprofi.